einfach selber machen, Boschen. Boschen heißt, rhythmisch in die Hände klatschen. Dabei werden die Handflächen steif gehalten und kurz und hart aneinander geschlagen, sodass ein heller und lauter Klang entsteht. Es gibt einen Vorboscher und einen Zubiboscher. Der Vorboscher boscht den Grundrhythmus. Das werden wir euch jetzt sagen, aber ein bisschen langsamer. Der Zubiboscher boscht dazu, genau zwischen eine. Im Salzkammergut, wo das Boschen sehr verbreitet ist, ist es üblich, dass man immer ein Gstanzl singt und dann drauf boscht. Üblicherweise werden drei Gstanzl gesungen und dreimal boscht. Und beim dritten Gstanzl schreibt man Hui, was so viel bedeutet wie hohl, paschen. Nach dem Gstanzl kommt dann wieder der Ruf Hö, was so viel bedeutet wie hell. Wir paschen wieder so wie vorher. Und weil ihr das jetzt schon so gut kennt, probieren wir das gleich miteinander. Gstanzl plus boschen. Boschen ist nicht schwer, darum probiert es selber aus. Viel Spaß dabei!